Psychotherapeut, Beziehungscoach. Ich habe neue persönliche Möglichkeiten in Berlin, Prenzlauer Berg, wenn man persönlich bei mir Sessions machen will. Selbstliebe-Challenge kommt man bald raus. Die Basic geht los, 1. Oktober. Sichert euch einen Platz, findet alles über mich auf liebeschipp.de. Gibt super neue Datingskurse, speziell für Männer, speziell für Frauen. Und heute ist das schöne Thema, hat sich mein Bindungsängstler verändert. Lieber Christian, also Nachricht von Janet Tovskola. Lieber Christian, bevor noch etwas kommt, kommt erstmal ein riesiges Danke an dich. Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit, habe tatsächlich all deine Videos geguckt, alle 830 und auch dein Buch gelesen. Du hast mir schon sehr viele Erkenntnisse beschert. Macht auch die Kurse, ich kann es immer wieder sagen, die kosten so viel wie 5 Döner oder so. Und zumindest manche. Und ja, da ist einfach noch viel mehr drin. Und ich weiß, es ist immer so, klar, ich mache ja gerne die Videos und das ist alles umsonst. Und aber also versucht nicht zu viel zu sparen. So. Gut. Ich mache auch Therapie und arbeite vieles auf. Sehr gut. In Situationen, die mich stutzig machen, frage ich mich heute, was würde denn Hemschi sagen? Dass ich mir die Antwort in den meisten Fällen auch selber geben kann, sprich für deine Arbeit. Nun stehe ich vor einer Situation, die ich nicht gelöst bekomme. Vielleicht findest du Zeit für eine Antwort. Vor ein paar Jahren habe ich einen Mann, 2 Jahre älter als ich, kennengelernt. Wir hatten einen heißen Flirt, sind damals auch im Bett gelandet. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch in anderen Geschichten verstrickt. Dreieck! Das Ganze hier mit Detail aufzuschlüsseln würde zu weit führen. Nur eins, heute würde ich nicht mehr in so eine Situation hereinschlittern, weil ich die Dinge ganz anders handhaben würde. Ja, dann lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Auf jeden Fall hat sich über die folgenden Jahre hinweg eine richtige Freundschaft entwickelt. Ja, aber du willst ihn daten. Du willst nicht mit ihm befreundet, also willst auch mit ihm befreundet sein, weil du willst ihn eigentlich daten. Und davon rate ich immer ab, von sowas. Es gibt nur Tränen. Zumindest nicht, solange du nicht jemand hast. Ich hatte und habe diesen Menschen sehr gern und es tut mir unheimlich leid, dass er nicht mehr Teil meines Lebens ist. So, er ist wohl klassischer Bindungsängstler, hatte nie längere Beziehungen, dafür aber unendlich viele Bekanntschaften. Bla bla bla, schwierige Kindheit, bla bla bla. Ich denke, ich war der einzige Mensch, dem er sich geöffnet hat. Das ist immer so ein bisschen, dass man Pluspol leicht hat, dieses, ach, mir öffnet er sich jetzt, aber er macht nicht das, was du willst, was du brauchst. Du willst nicht seine Therapeutin sein. Gleichzeitig hat er immer Sicherheitsabstand gehalten, ja. gehört haben wir uns jeden einzelnen Tag. Ich war für ihn da, hab ihm zugehört, wenn er reden wollte. Umgekehrt hat er es für mich auch getan. Ja, also Freundschaft ist toll. Ich freue mich immer, wenn Leute gute Freundschaften haben, aber du willst was anderes. Das ist das Problem und das ist dann letzter Konsequenz, ist man eigentlich nicht ehrlich so, ne? Gut, warm und herzlich, schön und echt, aber immer auf Distanz. Körperlich gab es keine Annäherung mehr. Bezeichnet hatten wir unsere Beziehung als Freundschaft. Wir waren beide sehr okay damit. Du nicht. Keiner von uns wollte mehr, weil es damals auch keiner konnte. Dann kam Corona, dann habt ihr euch ein bisschen gestritten. Seit dieser Meinungsverschiedenheit herrscht Funkstille. Seit März hat sich auch nicht mehr gemeldet und ich mich auch nicht. Erst war ich sauer und habe auf eine Entschuldigung von ihm gewartet. Dann hat er mir gefehlt. Heute bin ich einen Schritt weiter und weiß, dass ich nicht mehr mit ihm befreundet sein würden wollen. Das ist mir nicht genug. Ja, das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Aber du weißt, dass er nicht mehr kann. Einen Menschen, den ich lieb habe, nicht nur Freundschaft, bla bla bla. Und an mir sehe ich, dass Menschen sich verändern können, ihren Liebeschip umprogrammieren können, um es mit deinen Worten zu sagen. Ja, dann lass ihn los. Geh weiter. Kauft keine Rosensamen, kauft Rosen. Und das ist jetzt, ich weiß, der Vergleich hinkt furchtbar, aber geht nicht in Beziehungen, die das Potenzial haben, andere Beziehungen zu sein, als sie sind. Also natürlich hat jede Beziehung Potenzial, sich zu verändern, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist, was man immer wieder Mails, immer wieder, kann er sich nicht ändern. Ja, nein, das lass es doch, Leute ändern zu wollen. Date jemand, der ungefähr das Programm erfüllen möchte, was du gut findest. Und
Versucht nicht immer darauf zu warten, dass sich Bindungsängstler müssen sich nicht ändern, die dürfen bindungsängstlich sein. Er kann 500 Beziehungen in seinem Leben haben, 1000, 2000 ist dann sein Recht. Wenn er das will und er ist ehrlich, gut, das ist immer die Frage, ob man das so ehrlich rüberbringt, aber wenn er es ehrlich rüberbringen würde, darf er das so, ne? Und er muss nicht, vielleicht will er sich gar nicht, vielleicht sieht er sich gar nicht als Bindungsängstler und sagt, ich finde das schweinegal irgendwie oder nice geil, wie ich lebe. Ich brauche keine Veränderung. Vielleicht ist das nur in deinem Kopf, ne? Aber all diese Gedanken sind völlig sinnlos. Deswegen weitergehen, 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 weitergehen. Man muss loslassen, so, ne? Aber warum sollte ihm dieser Sprung in der Zwischenzeit nicht auch gelungen sein? Weil er es nicht ist, sonst würdest du es wissen oder er hätte schon mal einen Schritt getan. Nur was hast du alles gemacht hast. Du guckst hunderte Videos von diesem bärtigen Psychologen hier, du guckst, was weiß ich, du hast das Buch gelesen, du machst Therapie. Wo siehst du denn da Ansätze, dass er sowas machen würde? Und das Schräge ist, selbst wenn es beide machen würden, verändern beide Partner ihre ganzen kompletten Anziehungspunkte und leider passt dann die Beziehung hoffentlich auch nicht mehr. Selbst wenn beide an sich arbeiten würden, ist das sehr fraglich. Also, und warum muss man immer noch einen Klebestreifen drüber und noch eine Mullbinde? Warum kann man nicht irgendwas eingehen, was vielleicht von Anfang an heiler ist? So, ne? Also jetzt die Beziehung meine ich jetzt nicht die Menschen. So. Gleichzeitig sagt mein Bauch, mir hätte er diesen Schritt bereits getan, stünde er wohl vor meiner Tür. Ja, also lieber Christian, was soll ich tun? Nichts. Weitergehen. Schweigen und meiner Wege gehen oder früher oder später jemanden kennenlernen. Ja, natürlich, also mehr als Freundschaft geht mit ihm nicht. Und jetzt kannst du natürlich die Freundschaft wieder aufnehmen, aber so programmierst du dein Liebeschip nicht letztendlich um, ist meine Meinung. Weil Liebeschip umprogrammieren heißt auch voll in die Selbstliebe gehen und dann einfach zu sagen, nein, ich möchte nicht wenn ich Single bin, mit Menschen befreundet sein, mit denen ich mir eigentlich was anderes vorstelle. Da leide ich nur, möchte ich nicht. Also heißt es meiner Ansicht nach, wir können natürlich andere Meinungen haben. Und ja, warum? Na, also lass ihn doch und such du jemand, der einfach besser passt, ne? Und früher oder später jemand anders kennenlernen. Ist auch immer die Frage, was hat dein inneres Kind da noch mit zu tun, aber ich will das nicht alles wieder aufdröseln. Modul 1. Oder das Gespräch mit ihm suchen, ihm sagen, dass das Liebe war und die Beziehung hätte werden können. Ja, das weiß er doch, dass du mehr wolltest. Und hoffen, dass er es ebenso sieht. Warum? Da ist dein Liebeschip noch ein bisschen aktiv, ne? Dein Alter, warum sollte das auf einmal passieren, wenn es jahrelang nicht passiert ist, ne? Es bleibt die Befürchtung, dass ein Gespräch womöglich in einem seinerseits halbherzigen Beziehungsversuch enden würde mit einem Mann, der Beziehungen eben noch nicht kann. Ja, er muss es auch nicht. Man muss ihn jetzt auch gar nicht als, dass mit ihm irgendwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht findet er sein Leben komplett in Ordnung so. Komplett. Ich muss auch mal ein Video machen, was das Gute ist an Bindungsangst, weil der eine sieht es als Bindungsangst, der andere sagt sich, ich habe aber Bock, mit 100 verschiedenen Leuten in meinem Leben zu daten. Ja, und? Ist auch in Ordnung. Also zumindest, wenn es auch so kommuniziert wird. Ich freue mich schon auf deine weisen Worte. Ganz liebe Grüße vom mongolischen Turkmaniensee, auf dem sich traumhaft kiten lässt. Wow, coole Sache. Ey, kiten gehen muss ich echt mal wieder. Ich weiß nicht, wie da dies ja noch gar nicht zugekommen. Ja, alles klar. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.